So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir sind hier mit dem Kopfgeldjäger, dem Mandalorian, wieder unterwegs. In der letzten Folge haben wir einiges erlebt. Wir haben den Voss geholfen, dabei herausgefunden, dass sie eigentlich mal mit der Republik verbündet waren, haben das natürlich für uns behalten. Und das Wissen vergammelt jetzt in den Archiven der Sith. Und wir haben für den Botschafter wieder ein bisschen intrigiert und die republikanische Abgesandte hier in den Dreck gezogen und müssen uns jetzt für die Voss beweisen, indem wir zum Schrein der Heilung gehen. Ja. Und ja, wenn das herauskommt, ich nehme es jetzt am 22. auf, wenn es herauskommt, ist der 24. Das heißt Weihnachten, Heiligabend. Deswegen, ich wünsche euch jetzt schon mal im Voraus frohe Weihnachtstage, entspannte Tage, vor allem auch fröhliche Tage. Und hoffe, dass ihr alle ein paar entspannte Tage feiern könnt. Und wir uns dann alle wohlbehalten dann auch wieder sehen im neuen Jahr. Aber das neue Jahr dauert noch ein bisschen, weil die letzte Folge kommt ja am 31. Dezember dieses Jahr. Was ganz cool ist. Aufseher Temareth. Die Ruinenstadt-Tafeln. Die Tafeln, die ihr von Jedi-Meister Kellen auf Voss geborgen habt, sind hier in der Akademie auf Korriban angekommen. Meine Schüler und ich haben die Tafeln eingehend studiert und sie scheinen echt zu sein, auch wenn sie in einem sehr übertriebenen Stil geschrieben sind. Sie beschreiben einen uralten Krieg zwischen Sith-Erkundern und den ansässigen Voss, doch die Beschreibung der Voss scheint nicht mit den Notizen übereinzustimmen, die mir Darth Serevin geschickt hat. Noch mehr uralte Hyperbeln vielleicht. Nichtsdestotrotz gibt es hier interessante Daten. Danach sind die alten Sith vielleicht weiter vorgedrungen, als unsere Aufzeichnungen bisher besagten. Das wird also korrigiert. Habt meinen Dank dafür, dass ihr diese Erkenntnis möglich gemacht habt. Aufseher Temareth, dritter Antiquitätenhüter. Ja, ich bin immer ein Freund der Wissenschaft. Gut, hier haben wir wieder zwei Nebenmissionen und dann natürlich die Hauptmission. Ihr da! Ja, ihr! Ich brauche einen Söldner, wenn eure Preise vernünftig sind. Sergeant Dast, Imperialer Bergungsdienst. Wir haben verstörende Hinweise auf eine alte Verbindung zwischen den Jedi und den Voss gefunden. In Voss-Ruinen wurden Jedi-Bildnisse, Statuen, um genau zu sein, entdeckt. Wenn sie echt sind, könnten sie dafür sorgen, dass sich die Voss auf die Seite der Republik schlagen. Wie kommt man denn auf die Idee? Ganz einfach. Mit dem Nachweis einer früheren Allianz sind die Argumente für ein neues Bündnis um einiges überzeugender. Würden wir die Echtheit der Statuen feststellen, könnten wir herausfinden, wie wir am besten mit der Situation und den Voss umgehen. Leider haben die hiesigen Einheimischen das Gebiet überrannt. Ich glaube, sie nennen sich Gormax, scheußliche, primitive Kreaturen. Was hat das mit mir zu tun? Wenn ihr euch einen Weg durch die Gormax bahnt, könnt ihr die Statuen selbst untersuchen und uns alles berichten. Wenn die Statuen Fälschungen sind, wird das an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn sie echt sind, werden wir alles Notwendige tun, um das Imperium zu schützen. Nur gegen einen Vorschuss. Ich bin befugt, eine Gefahrenzulage zu zahlen. Der Lohn wird dem Auftrag angemessen sein. Einige unserer Scouts konnten uns Koordinaten der Ruinen schicken. Im Inneren werdet ihr die Statuen finden. Die Gormax werden es euch nicht leicht machen. Aber untersucht sie, so gut ihr könnt. Ich warte hier. Viel Glück. Alright. Jäger, ihr seid ohne Furcht. Die Gormax greifen die Pilger an. Die Kommandosoldaten verteidigen sie. Aber es genügt nicht. Das Imperium sagt, Aggression bringt den Sieg. Das müssen wir noch lernen. Ihr seid doch ein leidenschaftliches Volk. Fällt es euch wirklich schwer, Aggression zu zeigen? Wir schlagen nicht zuerst zu. Wir warten auf die Gormax. Ich kenne die Verstecke der Gormax. Nehmt dieses Signal. Greift die Gormax an. Tötet sie! Wir haben eine Abmachung. Wenn die Gormax tot sind, meldet euch bei Commander Velan Rass beim Schrein. Fremdling, ihr seid geschickt im Kampf. Wir sind verzweifelt. Ich bin Fadet Ki. Ich führe Pilger zum Schrein der Heilung. Pilger können diesen Ort nicht länger erreichen. Die Gormax töten alle, die es versuchen. Wie ist die Lage? Die Gormax haben mächtige Kanonen gebaut, die ein Fluggefährt in die Luft zerstören können. Fähren aus Voska stürzen ab. Pilger sterben. Das freut die Gormax. Was haben die Gormax gegen die Pilger von Voss? Gormax sind Bestien. Sie brauchen keinen Grund. Die Gormax haben ein verlassenes Ausbildungslager besetzt. Dort befinden sich die Kanonen. Dringt in das Lager ein. Zerstört die Gormax-Kanonen. Dann habt ihr unseren Respekt. Ein großer Haufen Gormax-Abfall. Kommt sofort. Haltet ihre Korrumpierung von diesem Ort fern. Ach ja, Doppel-EP-Woche ist ja auch noch.
Ich hatte gerade was ganz Komisches. Ich weiß nicht, wenn ihr Star Wars Republic Spieler seid und hier zuguckt, könnt ihr mal schreiben, ob das euch auch schon mal passiert ist. Ich wurde gerade vom Server geschmissen, obwohl meine Serververbindung nicht schlecht war. Ich wurde einfach rausgeschmissen. Also mal select ja erst ewig, bis du wirklich vom Server geschmissen wirst. Ich bin einfach wieder im Serverwahlmenü gelandet, während ich hier in dem Shuttle saß und hierher geflogen bin. Entweder bin ich zu lang geflogen und es hat irgendwie einen Bug gegeben oder so. Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr strange. Noch nie passiert, glaube ich. Also ich kann mich zumindest nicht aktiv daran erinnern. Wir werden gerade erst warm. Das reicht schon, okay. Wir müssen hier nur die Leute besiegen, gut. Da hinten ist die Planetenquest. Die Luftabwehrbatterien zerstören. Die sind ja kaum zu übersehen. Und schießen ins Nichts. Wir werden gerade erst warm. Scheint auch keine Bonus zu geben, das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt Gegner töten. Wenn sie uns nicht unbedingt in den Weg laufen. Ja, Weihnachten, ne? Das ist schon so ein Thema, ne? Ich bin kein Weihnachtsmensch, ehrlich gesagt. Bin nur froh über die Jahreszeit halt, dass man einfach mal so... Das ist gesellschaftlich... Ja gut, es ist auch so falsches Bild vielleicht von Weihnachten. Dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man ein bisschen ruhiger alles angeht. Aber das ist ja in Wahrheit auch nicht so. Weihnachten ist eigentlich fast noch mit die stressigste Zeit. Weil man eben genau wegen dieser Ruhe versucht, so viel wie möglich im Voraus irgendwie zu machen und dann klappt es trotzdem nicht und dann ist plötzlich Weihnachten und dann muss man trotzdem hier kochen, da kochen, das ist stressig, da kommt die Familie, die man eigentlich nicht sehen will. Ihr wisst, wie das ist. Also, ja. Das ist dann immer schon ein bisschen scheiße an Weihnachten, von daher, ja. So entspannt, wie man die Zeit eigentlich immer darstellt, ist sie nicht. Das heißt, so romantisiert sehe ich das dann tatsächlich auch nicht an Weihnachten. Aber es ist einfach eine schöne Zeit, um dann so innerlich ein bisschen Ruhe zu finden wenigstens. Und ja, das Jahr auch ein bisschen Revue passieren zu lassen. What have we done, ne? We stuck in the Felsvorsprung. And another year over, what have we done, ne? We stuck in the Felsvorsprung, so. genau, also ein bisschen Revue passieren lassen, was man so erlebt hat, was dieses Jahr schön war, was nicht so schön war. Wir hatten ja auch unseren Star Wars Jahresrückblick, den könnt ihr dann, also auf JediBib Podcast-mäßig. Könnt ihr den am 30. Dezember hören. Gestern kam der Podcast raus zu Star Wars Republic tatsächlich, zu den Erweiterungen. Über 3 Stunden, 3,5 glaube ich, haben wir darüber geredet, über die ganzen Erweiterungen und so, die es mittlerweile für das Spiel gab und wie die uns gefallen haben und so weiter. Also richtig, richtig cooler Podcast, auch wieder mit Mario, aka Pfannstiel, der diesen Star Wars Republic Blog macht, mittlerweile aber auch über viel anderes Zeug bloggt. Das heißt, ja, das ist eine sehr gute Hörempfehlung, meiner Meinung nach. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, weil man da halt wirklich so richtig abnörden kann. Also wir haben da wirklich, wenn man da, glaube ich, keine Ahnung von Star Wars Republic hat, dann ist man da falsch. Also normalerweise versuchen wir bei unseren Podcasts, so bei den Roman-Podcasts oder bei den Serien-Podcasts, ein bisschen die Handlungen so mit zusammenzufassen. Wobei wir bei den Roman-Podcasts meistens eh davon ausgehen, dass die Leute den Roman gelesen haben, weil sonst macht das halt wenig Sinn, dass die den Podcast dazu hören sollten, weil, naja, wenn du den Roman nicht gelesen hast, wirst du ja gespoilert, was in dem Roman passiert, wenn wir über die Figuren und so reden. Deswegen, ja, aber primär kann man meistens unsere Podcasts auch hören, wenn man jetzt sagt, ich möchte den Roman eh nicht lesen, dann kriegt man aber bei unserer Besprechung schon so viel mit, dass man den Inhalt trotzdem versteht, auch wenn man den Roman nicht gelesen hat. Das war bei Star Wars Republic Podcast sowohl letztes Jahr, wo wir über das Vanilla Game, also auch über die Story zum Beispiel gesprochen haben, als auch bei dem jetzt nicht so. Also da muss man schon ein bisschen was an Vorwissen mitbringen, weil wir nerden da ganz schön ab. Wir lassen uns da ziemlich schnell mit hinreißen. So, hier könnt ihr was über die Pilgerreise zum Schrein der Heilung lesen. Und wir reden nochmal mit Fadid Ki. Die Kanonen der Gormax sind verstummt. Euch gelingt das, woran die Voss scheitern. Der Schrein der Heilung steht euch offen. Dalgavo bewacht das Prüfungsgelände. Sprecht mit ihm, um die Prüfungen zu beginnen. Eine gute Sache, danke. Die Prüfungen sind gefährlich. Ihr könnt immer noch umkehren. Die Fähren werden Voss bringen. Ich muss sie führen. Genau, also da auf jeden Fall eine Hörempfehlung morgen, beziehungsweise gestern für euch am Freitag.
den Star Wars Republic Podcast. Der ist wie immer auch auf meinem Kanal, also wenn ihr auf meine Kanalpage geht, ganz unten ist Ich bei Jedi Bibliothek. Das ist so ein, ja, eine erstellte Playlist quasi oder ein erstellter Bereich. Und da ist eben die Playlist drin mit den ganzen Jedi-Cast-Folgen, die wir da immer raushauen. Also das ist sozusagen quasi schon meine Zweitaktivität neben diesem Kanal in meiner Freizeit. Den Podcast und auch generell ganz viel anderes Zeug, Grafiken und so für jede Bibliothek, auch mal hier und da eine Rezension und so weiter. Also da, wenn euch da auch ein bisschen Literatur, Star Wars Literatur, ne, ist immer eine Empfehlung wert, meiner Meinung nach. Da kann man auf jeden Fall immer mal reinwerfen. Gerade Hohe Republik und Co., was gerade läuft, sehr empfehlenswert. Also ich freue mich immer, wenn mehr Leute Star Wars Literatur lesen, weil ja, Literatur ist es, also es ist keine Weltliteratur, es ist halt Star Wars, es ist Franchise-Literatur, das ist aber immer so. Das heißt, es sind jetzt keine augenöffnenden neuen Werke, die einem da präsentiert werden. Aber ich finde, sie sind trotzdem gute Werke und deswegen kann man da sicherlich den ein oder anderen Roman finden oder auch das ein oder andere Comic finden, wo man sich trotzdem drin verlieren kann und Spaß dran hat. Deswegen da immer die Empfehlung, auch mal ein bisschen im Literaturbereich bei Star Wars zu gucken. Und dann hat man auch viel mehr Unterhaltung, weil da kommt wirklich immer was raus. Also das geht wirklich das ganze Jahr. Wohingegen halt Serien und so meistens immer nur so ab und zu kommen. Und immer nur so ein bisschen gestaffelt übers Jahr verteilt. So wird das gemacht. Droht aber auch schnell ein tolles Hobby zu werden. Also gerade wenn man alles braucht oder alles möchte. Ich muss sagen, ich bin ja schon mittlerweile schon ein bisschen spärlicher geworden. Also das meiste Zeug kriegen wir ja zur Rezension bereitgestellt. Und alles kaufe ich mir dann auch nicht mehr in anderen Varianten oder so, sondern ich bin da schon ein bisschen sparsam geworden und wenn, dann kaufe ich mir die E-Books oder sowas, damit nicht alles hier rumsteht. Das ist schon mein Ansatz in dem Fall. Muss man auch sein. Also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich noch so ein Diehard-Sammler wäre, ich glaube, dann könnte ich das auch gar nicht machen, weil dann hätte ich auch gar keinen Spaß mehr daran an den Werken, weil man merkt schon, wenn wir so Podcasts, also wenn ich jetzt gerade den Jedi-Cast vorbereite, ich bin halt in jedem dabei, weil ich halt der Host bin vom Jedi-Cast. Das heißt, ich muss halt auch jedes dieser Werke vorbereiten. Also auch jedes dieser Werke lesen, beziehungsweise jetzt teilweise auch hören, wenn es Hörbücher oder Hörspiele sind. Oder auch Serien, alle Serien gucken und das halt auch immer recht zeitnah zum Release. Also es ist jetzt halt nicht so, oh, ein Roman kommt da, sehr gut, den lese ich in 3 Wochen, sondern nee, den muss ich schon recht nah am Release, am besten noch quasi davor lesen, damit wir da rechtzeitig den Podcast haben. Das müssen klingt komisch, aber ich möchte es natürlich. Also es macht ja auch Spaß. Aber ich merke halt, dass ich dann da sitze mit einem Notizbuch und, ne? Dass ich mit einem Notizbuch da sitze und mir Notizen mache beim Lesen. Und das würde ich halt privat nie machen. Und wenn ich mir dann irgendwie Sammlerversionen von irgendwelchen Büchern kaufen würde und mir die Bücher ins Regal stelle und die Bücher vor mir liegen hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch gar keinen Spaß dran, das zu lesen. So in der Art, wie ich es jetzt mache. Das heißt, ich bin froh, dass ich nicht diese Sammelleidenschaft habe und deswegen ein bisschen, in Anführungsstrichen, professioneller an die Bücher rangehen kann und die halt auch durcharbeiten kann, wenn man so will. Das hat auch seinen ganz eigenen Reiz. Also mal mit keinem anderen Buch, mal bei keinem Buch, wenn ich es lese, Notizen oder ja, irgendwas anderes, sondern das mache ich wirklich nur bei Star Wars Büchern und das hat halt seinen eigenen Reiz. Also dadurch kann auch jetzt noch in meine Notizbücher reingucken. Ich kann auch jetzt noch in meine Notizbücher reingucken von vor 3 Jahren und kann quasi meine Notizen zu irgendeinem Roman rausholen. Und kann mir da direkt nochmal wieder eine Meinung bilden. Also du beschäftigst dich halt dann einfach ganz anders mit den Medien und das ist eigentlich ganz geil. Das ist dann wirklich eher der Kritikerblick, den ich halt bei anderen Franchises nicht so habe. Also ich würde mich jetzt nie hinsetzen und bei den Game of Thrones Roman beispielsweise irgendwie Notizen machen. Weil ich das einfach gar nicht notwendig finde. Einer eurer Kommandosoldaten hat mich gebeten, die hinterhältigen Gormax aufzuspüren und euch Bericht zu erstatten, sobald sie alle tot sind. Satra Khan, Aggression bedeutet Sieg. Wir werden darüber nachdenken. Die Pilger sind in Sicherheit. Danke. Gute Reise. Sith Imperium, amüsant. Gezwungen, Zuneigung zu heucheln. Werdet ihr nun Interesse an der Geschichte der Voss heucheln? Das liegt am Job. Ehrlichkeit zeugt von Weisheit. Beginnen wir den Tanz. Dort draußen sind Schriften, Erinnerungen. Die Mystiker sprechen.
Lernt, studiert. Kehrt um, dann mag euer Pfad leichter sein. Ich brauche weitere Informationen über dieses Gebiet. Gormax, Kreaturen, es ist Voss. Habt einen offenen Geist. Vielleicht lernt ihr sogar. Okay. Ich kann auch nicht den ganzen Sätzen sprechen. Hört die Worte von Yadek To, sie werden euch nicht gefallen, genauso wenig wie mir. Es dürfen nicht alle Gormax sterben, es gab keine Diskussion, die Deutung war unmissverständlich. Wenn der letzte Gormax stirbt, sterben auch alle Voss, das ist die Wahrheit. Zieht in den Krieg, aber gewinnt nicht, überlebt, der endgültige Sieg bedeutet den Tod. Okay. War schon mal gut zu wissen. Also, da müssen wir trotzdem noch hin. Ja, ich bin der Mystiker Nelom Var. Ich habe das Kind bei den drei eingesetzt. Ein weinendes Baby, für nichts geeignet, um einen großen Anführer zu ersetzen. Die Vision war eindeutig. Die Seuche kam, die drei starben. Wir riefen einen großen Anführer zurück, um die drei neu zu bilden. Okay. Die Bosse sind schon ein seltsames Völkchen. Übrigens, es gibt auch jetzt nächste Woche die ganze Woche lang Umfragen auf meinem Kanal im Community-Tab. Habe ich irgendwie für mich entdeckt, fand ich ganz geil. Ich habe mich nie so richtig mit diesem Community-Tab auseinandergesetzt. Habe hier und da mal einen Livestream extra angekündigt oder hier und da mal eine Info rausgehauen. Aber da gibt es jetzt bald auch ein paar Umfragen. Also es gibt jetzt schon, glaube ich, schon in der letzten Woche immer mal wieder welche. Haben auch sehr viele Leute teilgenommen, hat mir sehr gefallen. Freut mich, dass das so gut ankommt. Da gibt es jetzt, wie gesagt, auch ein paar Umfragen nächste Woche, so zum Jahresrückblick quasi. Was war euer Lieblingsspiel des Jahres, was war euer Lieblings-Let's Play des Jahres und so weiter und so fort. Da also gerne auch dran teilnehmen, würde mich einfach mal interessieren. Können wir bestimmt einiges spannende Sachen erfahren, auch für meine zukünftigen Spieleauswahlen. Dies sind die Worte von Medo Yar, dem größten Heiler aller Zeiten. Ja, bescheiden vor allem. Taras Erkrankung ist unheilbar, aber nicht für mich. Ich habe Glieder nachwachsen lassen und Herzen zusammengefügt. Einer der drei wurde krank, todkrank, nur ich konnte helfen. Davelkar sagte, dass ich nicht heilen bleibe. Wenn ich es versucht hätte, wäre es gescheiter. So wurden es vorher gesagt, die drei müssen geschützt werden. Ich habe den Platz für den jungen Heiler geräumt. Kein Boss ist perfekt, kein Boss steht über der Vision. Okay, das heißt, er hat seinen Platz quasi aufgegeben für die Vision, weil es hieß, nur der Jüngere könnte Rettung bringen. Und jetzt schnell ab! Ich bin Lelo Wo und dies sind meine Worte. Ich, die die Deuter nicht ersetzt habe. 16 Jahre der Debatte, die drei haben geschrien, das Volk hat gefleht. 16 Jahre, aber die Deutung ist wahr. Eine Vision kann nicht beschleunigt werden. Heieiei. Also ich habe da nicht viel rausgelesen, aber gut, ich bin ja auch kein Boss. So, hier gibt's auch nichts weiter Spannendes aktuell. Richtig ungewohnt, dass die Zeit jetzt immer da oben steht. Ich habe die Worte der Mystiker studiert. Pflicht, echtes Interesse, es macht keinen Unterschied. Wie ihr lernt, beeinflusst euren Erfolg. Der Schrein sieht euch. Danke. Sehr freundlich. Was ich mal gucken wollt, ne? Könnt ihr übrigens so den Schrein der Heilung noch kurz lesen? Bla 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 bla. So, und während ich jetzt hier oben mal was gucke, ne? Aha. Kann ich also auch. Oh, da gibt's ja richtig. Kann man hier viele Sachen einblenden da oben.
Okay, das ist natürlich cool, aber was kann man da alles einbinden? Ich kann jetzt zum Beispiel hier auch einen Teiler reinmachen und dann hier bei 8 das Signal. Was kann man da alles reinpacken? Ist ja unglaublich, das sind ja bis... So viel kann man da gar nicht machen. Sternenkarte zum Beispiel noch, das wäre vielleicht ganz praktisch. Aber nicht da oben. Okay, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber ja. Kann man ja die Signalstärke auch da oben angeben lassen. Muss ich sie nicht hier unten reinquetschen. Dann kann ich zum Beispiel hier unten in dem Ding, ups, kann ich es rausnehmen und kann wieder den Teiler reinmachen. Weil da ist beschränkt, da gibt es nicht mehr Slots. Und die sind auch alle benutzt. Aber da oben kann man viel mehr reinpacken, okay. Ja, ich lerne 7.2 immer noch neu kennen. Fremdling, mein Meister hat eure Ankunft vorausgesehen. Er wartet im Kloster der Meditation. Bei wem darf ich mich für diese herzliche Begrüßung bedanken? Bei Dukat Ra, dem Ältesten. Ihr werdet ihn treffen. Gut, dann treffe ich ihn. Das Kloster der Meditation ist in der Nähe, aber es ist abgeschieden. Folgt der Stille. Okay. Ich kapiere das Theater und diese mickrigen Boss nicht. Die haben nichts Besseres zu tun, als rumzusitzen und diesen Blödsinn in die Wände zu kratzen. Ich möchte mit den Prüfungen beginnen. Man sagte mir, ich solle mit Dalga Wu sprechen. Fadit Ki hat eine Nachricht geschickt. Er behauptet, ihr wärt würdig. Die Prüfungen sind heilig. Wieso begehrt ein Fremdling Zutritt? Es wäre mir eine Ehre. Vielleicht verdient ihr ihn nicht. Die Prüfungen sind für die Mystiker. Ihre Ausbildung endet hier. Die Prüfungen fordern viele Opfer. Ihr werdet vielleicht nicht überleben. Einfache Jobs langweilen mich. Die Prüfungen werden eure Entschlossenheit auf die Probe stellen. Betretet das Prüfungsgelände. Die Prüfungen erwarten euch. Okay. Also entweder sehr willkommen heißend, das ist jetzt, glaube ich, die... Genau, das ist die Planetenquest. Okay, machen wir erstmal die Planetenquest. Mit den Prüfungen. Ihr gehört nicht hierher, Ehrwürdiger. Ihr habt euch einen Platz im Schrein verdient. Aber die Vision war klar. Ein neuer Mystiker wurde gewählt. Ihr müsst gehen. Sind das die Prüfungen? Ist das eine Art Test? Schon vor euch haben viele gegen diese Entscheidung protestiert. Wir können euch nicht zwingen zu gehen, Ehrwürdiger. Ihr müsst das selbst entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, was ein Mystiker sagen würde, aber ich werde versuchen zu raten. Ihr könnt nur so antworten, wie es euch gelehrt wurde. Darel K. hatte eine Vision. Ein Voss wird zur Heilung zum Schrein gebracht. Diese Person muss überleben. Ihr seid unser bester Heiler. Aber ihr wart nicht in der Vision. Darel K. hat einen anderen, schwächeren Heiler gesehen. Er muss euren Platz einnehmen. Die Zeit kommt, da werdet ihr euch wünschen, dass ich da wäre. Die Mystiker irren sich nie. Nur der Heiler in der Vision wird Erfolg haben. Andere könnten ein Desaster verursachen. Die Vision verlangt, dass ihr für jemand anders beiseite tretet. Ihr müsst dem Folge leisten. Ich gebe einen Fick auf Vision.
Ich bin der beste Heiler, den ihr habt. Ihr braucht mich. Wir brauchen nur, was die Mystiker sehen. Vergebt mir, Ehrwürdiger. Ich suche eure Führung. Ich hatte eine Vision. Die Dinge, die ich sah, waren seltsam, beunruhigend. Ich bin noch in der Ausbildung. Ich brauche eure Hilfe, um die Bedeutung meiner Vision zu erkennen. Worum geht es? Ich werde euch sagen, was ich gesehen habe. Und ihr sagt mir, was es bedeutet. Ihr seid ein abgeschlossener Mystiker. Ihr hattet viele Visionen. Ihr wisst, wonach zu suchen ist. Meine Vision könnte große Veränderungen bedeuten. Ich muss mir ihrer Bedeutung sicher sein. Sagt mir, was ihr gesehen habt. Ich werde wissen, was es bedeutet. Das ist nicht die Aufgabe eines Mystikers. Die Zeit wird knapp, Ehrwürdiger. Wir müssen uns entscheiden. Ein Teil eurer Vision ist klar. Wir müssen uns der Republik oder dem Imperium anschließen, um zu überleben. Die Deuter haben monatelang debattiert. Die Fremden werden unruhig. Brauchen die Deuter sonst auch so lange? Bei einer solch wichtigen Vision nie. Die Deuter werden von den Mystikern gewählt. Ihr könnt sie ersetzen. Die Deuter verlangen Geduld. Können wir es uns erlauben, zu warten? Ich werde neue Deuter auswählen. Sie werden eine schnelle Antwort geben. Bedeutung kann nicht erzwungen werden. Ein Mystiker sieht. Ihr seid blind. Eure Ignoranz ist ein Makel. Er wird entfernt. Ein Mystiker sieht. Ihr seid blind. Eure Ignoranz ist ein Makel. Hab alles falsch gemacht. Er wird entfernt. Ein Mystiker sieht. Aber es passt auch zu mir. Also. Ihr seid blind. Eure Ignoranz ist ein Makel. Er wird entfernt. Ich glaube dem Schabernack einfach nicht. Und jetzt schnell Abzug, Mami. Wenn die nicht schnell genug entscheiden, dann werden sie halt abgesetzt. Ist mir egal, ob ich das erzwinge oder nicht. Schwachsinn hier von Deutungen, Visionen und so. Immer mein eigenes Schicksal. Lass mich nicht von irgendeiner Vision sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Gut, haben wir den auch besiegt. Jetzt kommt der lange Gang. Thank you.
zweite Prüfung. Ach, dritte Prüfung, und das erste war ja das blöde Gelaber. Stimmt ja. Unsere Zeit ist knapp. Ein Mystiker muss uns heilen. Da bin ich die falsche Person. Um Leben zu geben, müsst ihr es erst nehmen. Geht's auch ein bisschen genauer? Ich muss sagen, ich erinnere mich ja nicht so gut wie an diese Mission hier. Das ist schrecklich, vor allem weil sie halt auch visuell so unterschiedlich ist. Dadurch, dass du halt auch anders aussiehst mit diesem Goldschimmer. Aber es ist trotzdem... Also beim ersten und zweiten Mal eine echt coole Mission, irgendwann in der Situation ein bisschen nervig, weil sie auch so lang dauert. Und dieses Visionengelaber ein bisschen ja, ermüdend wird mit Dauer, gerade wenn man es halt schon kennt. Aber gut. Deswegen habe ich auch mal versucht, jetzt hier nicht die richtigen Antworten zu geben. Weil beim Söldner das einfach alles am Arsch vorbeigeht. Wenn ich ein Jedi oder ein Sith spiele, ist es vielleicht noch sinnvoller, dass man versucht, die richtigen Antworten zu geben, weil man ja auch so ein bisschen diesem Machtzeug und, ne, und Vision und so vielleicht drin ist. Aber als Söldner, ich will einfach nur meinen Job hier erledigen. Und nicht hier irgendwie philosophieren über irgendwelche Zukunftsvisionen. Mal viele halt wirklich ein bisschen langweilig sind, einfach langweilig inszeniert sind. Aber gut. Mal weiter hier, sind ja bald durch. Letzte Kammer kommt ja gleich. Also macht hier so die Mischung, ne? Aus diesen ganz vielen Kammern plus noch nicht skippbare Gegnerfeinde. Ist halt trotzdem. Merkt man, wie lange sich das zieht. So, heilen wir uns nochmal. Wie viel sind es da vorne vom Eingang? 3 oder 2? Natürlich nur 2, also werden wir wahrscheinlich den auch noch mitnehmen müssen hier. Zünden wir einfach mal, komm. Wozu haben wir ihn denn, wenn wir ihn nicht benutzen? Fremdling, wir sind beeindruckt. Die Prüfungen sind für die Mystiker. Trotzdem habt ihr überlebt. Bedeutet das, dass die Prüfungen vorbei sind? Eine Prüfung steht noch aus. Visionen zeigen unser Schicksal. Überleben hängt davon ab, was ein Mystiker sieht. Ein Mystiker beschützt die Voss. Er muss unseren Gegner kennen. Ihr sprecht von den technisch hochgerüsteten Eingeborenen, den Gormax. Die Gormax würden uns zerstören. Ein Mystiker muss wissen, wie. Geht mir bloß aus den Augen. Sehr gut. Hier wären auch noch NPC-Gegner gewesen. Hier sind sogar noch welche im Weg. Okay, jetzt wusste ich nicht mehr.
gerade erst wahr. So. Dann verlassen wir die Vision mal. Ich weiß gar nicht mehr, welche Klassenstory das war. Entschuldigung. Aber irgendeiner hat auch diese Vision halt auch als Klassenstory nochmal irgendwie in dieser Art. Und da wurde es dann echt damals teilweise recht repetitiv, also. Weiß nicht, ob wie es beim. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es beim Kopfgeldjäger aussieht. Bin sehr gespannt. Also Klassenstory-mäßig bin ich beim Kopfgeldjäger sowieso noch komplett ratlos. Also deswegen. Mal schauen. Brutal, aber effektiv. Ich bin Magra Su. Alle Anwärter müssen vor mich treten. Die Prüfungen sind gefährlich. Ich begegne mehr Toten als Lebenden. Wenn es sich für diese Prüfungen zu sterben lohnt, verstehe ich nicht, warum. Ein Mystiker muss seine Rolle kennen. Das ist die erste Prüfung. Fokus und Meditation ist die zweite. Heilung und Gleichgewicht die dritte. Nur jemand mit dem Verständnis eines Mystikers kann die Gormax besiegen. Ihr habt bestanden. Eine gute Sache, danke. Die wahre Ehre kommt jetzt. Die Prüfungen bringen Klarheit. Die Kraft eines Mystikers wird geweckt. Ihr habt gelernt zu sehen. Euch wird eine Vision gewährt. Wie kann ich eine Vision haben, wenn ich kein Mystiker bin? Ich werde sehen. Ihr sagt mir, wohin ich blicken soll. Seht euch die alten Tafeln an. Eine Vision wird kommen. Konzentration. Eure Vision wird kommen. Konsequenzen werden verheerend sein. Ganz gleich, wie unser Treffen endet. Ich werde des Amtes enthoben werden. Ihr werdet in einem Leichensack entfernt werden. Wenn es das ist, was ihr wirklich wollt. Die Vision ist vorbei. Ihr habt gesehen, was kommen wird. Es muss einen Weg geben, es zu ändern. Mystiker irren sich niemals. Ein Mystiker sieht, die Voss reagieren. Die Prüfungen sind vorbei. Geht jetzt. So. Dann zu Telsin Fall noch. Oder ne? Das ist die Klassenstory. Also mit Dokatra. Mein Gott, die Namen. Schrecklich. Gut, wir haben unser, glaube ich, das Ende der Klassenstory gesehen. Das heißt, mal schauen, ob wir das ändern können oder ob die was recht haben. Ob wir wirklich so antworten werden oder anders. Mal schauen, was die Zeit noch zeigt. Aktuell wäre ich eher dafür, uns zu rächen, dadurch, dass wir Staatsfeind Nummer 1 sind. Hallo. Es gibt nur noch wenige Pilger und Fremde. Leute wachsen nur an Herausforderungen. Die Weisen suchen das Unglück nicht. Es wird kommen. Der Wandel ist nach Voss gekommen. Voss muss zum Wandel kommen. Die fremde Frau, die ihr sucht, wird die Agentin des Wandels sein. Plant sie etwas? Sie glaubt, dass eine Koexistenz mit den Gormax möglich ist. Aber dass ihr jemand eine Stimme verleihen muss. Ich glaube, diese Stimme ist ihre. Ihr werdet sie nicht zum Schweigen bringen.
Nein, nein, nein. Schrein der Heilung wird hier von Voss Gewalt angewendet. Ich bin erschrocken. Ein paar Freunde, mit denen wir spielen können. Danke. Bleibt friedlich und geht rechtzeitig. Kein Schaden wird kommen, es sei denn, ihr widersetzt euch. Wenn ihr die Neutralität verletzt, werdet ihr es bereuen. Wir sind auf Gewalt vorbereitet. Nehmt ihn fest. Guter Witz. Schwächling. What the fuck, warum mache ich keinen Schaden? Jetzt. What the fuck, warum habe ich so viel Schaden bekommen? Mein Gott. Das war unerwartet. Ist das alles, ihr mickrigen Zwerge? Meine Gabe ist nicht die Vorhersehung. Aber ich sehe, dass wir nicht über euer Schicksal entscheiden werden. Heißt das, ihr werdet nichts mehr versuchen? Wir können nicht aufhalten, was geschehen muss. Die Menschenfrau ist fort. Sie ist nach Gormakos aufgebrochen. Und unsere Hoffnung mit ihr. Wieso haltet ihr für eine Fremde euren Kopf hin? Zwischen einem Boss und einem Gormak gibt es keine Worte. Nur Gewalt. Die fremde Frau trägt ein Friedensangebot. Kommandos bewachen Gormakos. Ihr Kommandant könnte den Weg der Fremden beobachten. Danke für die Information. Nichts für ungut. Nur ein Narr verflucht das Schicksal. Geht in Frieden. Dokadra. Der Boss-Mystiker Dokadra hat in all seinen Jahren nicht ein einziges Mal die Geigung einer Prophezeiung gespürt. Seine Sicht ist fest in der Realität verankert, doch das bedeutet nicht, dass er blind ist. Jahrzehntelang hat er sich um die Verwundete gekümmert und die nicht enden wollenden Schrecken seines Volkes im Krieg gegen die Gormaks mit angesehen. Das hat ihn desillusioniert und er stellt mittlerweile die Weisheit seiner Brüder und Schwestern in Frage, die hoch auf dem Berg von Voskar sitzen. Dokadra spricht nicht über diese Bedenken, doch nun, da er in ein höheres Alter kommt, lasten sie schwer auf seinem Gemüt. Alleine die Tatsache, dass immer mehr Fremdlinge nach Voss kommen und die Wunder der Galaxis lassen, ihn noch auf Veränderung hoffen. Okay. Dann gehen wir erstmal hierhin zurück. Geben die eine Mission ab. Das andere ist wahrscheinlich dann... Tales in Fall. Das ist wahrscheinlich wieder oben in der Hauptstadt. Also wir schließen jetzt wieder alles ab, was wir in dieser Folge geschafft haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann in Gormakos wahrscheinlich weitermachen. Also im Gormak-Gebiet. Sergeant, euer Weg ist frei. Die Statuen sind echt. Das hatte ich befürchtet. Wenn die Voss diese Statuen entdecken. Schon geringe seismische Aktivität könnte sie vielleicht zerstören. Ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank für eure Hilfe. Gut. Halt. Das ist schon im neuen Gebiet, oder? Ich glaube schon. Aber wir gehen trotzdem mal hierher zurück, weil dann glaubt, da geht's schneller mit dem Fliegen, als wenn wir jetzt hier erst. Ja, obwohl, warte mal. Ja, das gehört ja auch nicht dazu so richtig. Schnellreise geht ja dahin noch nicht. Wir müssten hier hinkommen. Wir müssten jetzt, glaube ich, hier komplett außen rumfliegen. Ich glaube nicht, dass es hier durchgeht. Oder geht's hier durch? Zu Fuß vielleicht? Nee, da geht's nur in diese Höhle. Geht's nur in die hohle Gasse, wo wir damals waren. Wir gehen übers Haupt, über den Zentraldistrikt. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ja, ich glaube, es geht schneller. Wenn wir nicht wieder rausfliegen aus dem Server. Wie vorhin jetzt beim Fliegen.
Ja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zuschauen bei dieser Folge. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute. In der nächsten Folge werden wir hier das Gebiet dann komplett erkunden, Gespräche führen und so weiter. Ich werde jetzt noch das eine Gespräch annehmen hier mit dem Tales in Fall wahrscheinlich ist es dann. Oder ist der? Ja, genau. Das werde ich jetzt noch annehmen, damit wir in der nächsten Folge einfach direkt losstarten können. Und dann schauen wir mal, was uns hier im wahrscheinlich vorletzten, letzten Gebiet, weiß gar nicht mehr genau, wie was genau aufgebaut war, noch erwarten wird. So, hier ist aber noch irgendwo eine Mission, die ich nicht sehe, weil ich blind bin. Ach, da. Verzeihung. Ich will nicht aufdringlich wirken, aber ich habe wichtige Informationen, die weitergeleitet werden müssen. Wir haben einen verborgenen Jedi-Außenposten in den Felsen nicht weit von hier entdeckt. Sie wissen noch nicht, dass wir sie gefunden haben. Oh. Ich habe nur gerade mein Knie gestoßen. Na? Diese Art Information ist wesentlich für die Pläne des Imperiums. Euer Kommandant muss informiert werden. Er ist gerade mit den Voss beschäftigt. Ich erzähle euch das, weil ihr vielleicht etwas tun könnt. Wir haben keine Erlaubnis, einen Angriff zu starten. Befehl von oben lautet, wir dürfen den vermeintlichen Frieden nicht stören. Mir wurde gesagt, es sei wichtig, die Voss bei Laune zu halten. Aber das sind besondere Umstände. Da kann man doch sicher etwas unternehmen. Überlasst mir das. Die Jedi werden bereuen, je nach Voss gekommen zu sein. Und die Einheimischen werden es nie erfahren. Sie sind nicht zu beneiden, euch in einem geschlossenen Raum gegenübertreten zu müssen. Sie werden sich wünschen, wir hätten sie nie gefunden. Natürlich will Captain Merel jegliche Hinweise sehen, die er in Bezug auf die Aktivitäten der Jedi findet. Okay, haben wir das schon mal. Und dann hier hin. Und jetzt noch die Hauptquest, also die Planetenquest quasi. Ich wurde geschickt, um zu helfen. Kann mir jemand sagen, was hier los ist? Ich bin der Kommandant dieses Außenpostens. Ich kann euch von dem Schiff berichten. Der stellvertretende Kommandant hat einen Angriffstrupp zur Werft geführt. Sie konnten die Schilde nicht durchbrechen. Wo befinden sich die Schildgeneratoren? Wie werden sie verteidigt? Kotal D. Berichtet von eurem Kampf an der Werft. Meine Kommandos haben versucht, die Schildgeneratoren zu erreichen. Die Gormax waren organisiert und haben uns erwartet. Angeführt wurden sie von einem, den sie ihren König nennen, Jokal. Es waren zu viele und sie waren zu gut verschanzt. Wir mussten uns zurückziehen. Seit wann planen Gormax Verteidigungen? Sie sind Tiere. Jokal hat sie vereint. Das ist noch nie zuvor geschehen. Das Schiff ist fast fertig. Damit werden sie in der Lage sein, Voska aus der Luft anzugreifen. Die Generatoren umgeben das Schiff. Viele Gormax verteidigen sie. Nehmt die hier. Sobald der Schild unten ist, platziert die Ladungen am Schiff. Dann erreicht es die Sterne nicht. Okay. Schiffe sprengen. Klingt nach einer lohnenswerten Aufgabe. Gut, dann haben wir ja hier unsere Karte wieder gut gefüllt. In der nächsten Folge werden wir hier genau weitermachen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei Star Wars The Republic. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtszeit. Einmal sehen wir uns ja noch in diesem Jahr. Das heißt, einen guten Rutsch muss ich euch noch nicht wünschen. Also schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche zum 31. Dezember. Haut rein, macht's gut und ciao.